Und du gehst mir auf den Keks, nimm mal Baldrian. Ja. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Wurfanker. Haha, warte mal. Nur was mit dem Welks überlegen, aber vielleicht können wir das mit dem den Baldrian lösen. Das ist ja ein idealer Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Und gute Nacht. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Eben. Das hoffe ich zumindest. Hervorragend. Erster Mark, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord, Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Besser, ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Du meinst wohl Maut. Wie drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gemühe durch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren und dem kleinen Frechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Dacker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei? Wie drollig. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Wir nehmen doch einfach ein paar Baldrian. Wertlos! Wasserstraßen baut, 400 Laubtaler, außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Wasserstraßen baut, 400 Laubtaler. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gemühe durch. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zu. Aber vielleicht rund im Das? Das mache ich. Wegelagerei.
Ach ja. Sekunde. Willkommen zurück. Bis später. Pass auf dich auf. Vielleicht die Kantine irgendwie. Oder so. Oder vielleicht. Auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen. Was war denn hier noch so? Wir haben irgendwelche mit Aufruhr. Wir haben grüne Baldrian-Tropfen. Aber vielleicht sagt das Tagebuch irgendwas. Tagebuch. So. Orangen ist wahrscheinlich, was ich erledigt habe, oder? Schon wieder den Weg, hat er keine Hobby. Zu tun ist, dem können wir mal nachgehen. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch hier Baumläufer. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. So will es die Tradition. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Ruhe. Das Wipfelfest, uhu, findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher und so ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Was ist das? Uhu. Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Uhu. Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke.
Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Dann klicke auf den Zauber Ratsuch. Haha! Wand des Zauberstabs. Interessant. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Jo. So. Da kommen wir jetzt Rat suchen, das ist auch interessant. So. Ich habe gerade so eine Idee, dass wir vielleicht kein Rad brauchen. Ich habe keine Ahnung, ob wir den Kaffee schnell genug dahin bringen, um das zu entfrieren. Aber wir haben Glück. Einmal heißer Kaffee. Oh Mann, oh ja. Oh, Batscha. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ich hoffe, man hört das Gehämmer hier jetzt nicht, weil sonst kriege ich irgendwie die Krise. Scheiße, falsch. Den Kaffee wahrscheinlich bald wegschütten. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ja. War falsch gelaufen. Irgendwo mal richtig laufen, ob es dann geht. Da brauchen wir auch erst einen Zauber oder irgendwas. Jetzt ist mein Becher leer. Nein, ich mache nicht. Ach ja. So, Kaffeemaschine. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ja. Zur Stadt mit dem. Vor das Tor. Einen Weg. Kaffee noch heiß, ja. Das war scheinbar ein Kaffee kalt. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ja. Okay, es geht so nett. War vielleicht doch mal ein Tipp. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Ich warte im Rathaus auf dich. Das war der Tipp? Und wieder verarschen. Jerry, laut Tradition muss deine magische Ausbildung beginnt nach den so viel. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Ganze Welt. So viele Ich warte im Rat. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das war der, das sind die Tipps. Na toll. Okay. Unnützes Feature. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Hm.
dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Die Dinge habe ich doch ausgetragen. So. Irgendwie muss ich diesen blöden Jungen loswerden. Diese blöde Nervensäge. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Wertlos. Wasserstraßenbaut. 400 Laubtaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Der virtuose Maxi Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchstens bereit, einen, aber nur einen hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Wertlos. Wasserstraßenbaut. 400 Laubtaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Wie funktioniert die? Ich bin gar nicht nur ratlos. Klingklong. Extravagant. Kommst du jetzt? Willkommen zurück. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Okay. So. Wo ist der kleine... Freund. Wie war's? Das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mauserkopf zurzeit in Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja. Und klug noch obendrein. Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Humbert, du kleiner Rabauke, du bist genau der Richtige. Na klar doch,
Ich werde ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiesel. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Sola, Problem gelöst. Ab ins Blattboot. So. Bach abwärts. Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Indischer Pfeffer ist für vieles gut, sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Okay. Das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. So, jetzt speichern wir noch mal kurz und dann werde ich auch an dieser Stelle erstmal das Let's Hunt unterbrechen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, Ade.